Ich heiße erst einmal alle Teilnehmer recht herzlich willkommen auf den Spuren der Autoimmunerkrankung. Chronisch entzündliche Darmerkrankung ist das heutige Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir heute, ja, meine erste Veranstaltung, dass wir damit in diesem Jahr starten können mit dem Thema. Mein Name ist Tanja Renner und ich habe das Netzwerk für Autoimmunerkrankte 2016 aus der eigenen Betroffenheit heraus gegründet. Meine Diagnose war damals eine Psoriasis-Arthritis und ich habe ja, einen richtig, richtig langen, unschönen und schweren Weg hinter mir und habe da den Entschluss getroffen, dass ich genau das ihn ersparen möchte, dass ich ihn helfen möchte, schneller ans Ziel zu kommen. Und dazu helfen natürlich auch solche Veranstaltungen wunderbar. Und da wir nur eine Stunde haben zu dem wahnsinnig wichtigen Thema, möchte ich jetzt gar nicht ganz so lange reden und ich freue mich riesig, dass heute nicht nur die Ärzte mit dabei sind, sondern auch Mara. Mara hat uns in der ganzen Vermarktung schon aktiv mit unterstützt. Viele haben Mara vielleicht auch schon auf den Flyern gesehen, bei unserem Post und kennen natürlich vielleicht auch ihren Social-Media-Kanal und ihren Instagram-Kanal. Mara hat ja vor genau oder circa 7 Jahren die ersten Symptome für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickelt und hat eigentlich mit diesen Symptomen auch dann ihren Instagram-Account aktiviert, um euch mit auf die Reise zu nehmen. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Kanal, den Mara dort hat. Und sie hat aber auch einen künstlichen Darmausgang. Und das bietet viele Fragen, viele Themen. Und vielleicht haben Sie auch heute Abend die Möglichkeit, Ihre Fragen an Mara zu richten. Vom Ablauf wird es so sein, dass Sie Ihre ganzen Fragen in den Chat stellen können. Wir hoffen, dass von den Ärzten sowie auch von Mara alles bis zum Ende der Veranstaltung beantwortet werden kann. Und die Veranstaltung geht bis 20 Uhr. Das sind jetzt die formellen Themen. Jetzt freue ich mich sehr, Frau Dr. Howald vorstellen zu dürfen und Herrn Dr. Holzhüter. Frau Dr. Howald, ich glaube, es ist schon fast 2 Jahre her, dass wir unsere Veranstaltung hier gemeinsam hatten. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es heute geklappt hat. Und Herr Dr. Holzhüter, der ein neuer Netzwerkpartner auch von NIC e.V. ist, freue ich mich auch sehr, dass Sie auch direkt an so einer Veranstaltung teilnehmen. Beides Fachärzte für innere Medizin und Gastroenterologen. Also von daher einfach perfekt für den heutigen Abend. Frau Dr. Howald, dann würde ich eigentlich direkt auch mit der Einstiegsfrage beginnen und so als Einstieg für die Veranstaltung heute. Welche Autoimmunerkrankungen gehören denn überhaupt zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Ja, das haben wir schon besprochen, dass es relativ einfach ist. Es gibt den Morbus Crohn und es gibt die Colitis ulcerosa. Und wenn man es voneinander nicht unterscheiden kann, heißt das Colitis indeterminata. Das ist relativ selten. Aber wenn wir jetzt beide Erkrankungen nehmen, den Morbus Crohn, das ist eine Erkrankung, die quasi den gesamten Magen-Darm-Trakt befallen kann, überwiegend aber in diesem Übergang von Dünndarm zu Dickdarm sitzt. Und die Colitis ulcerosa ist eine Erkrankung nur des Dickdarms. Colitis bedeutet einfach Entzündung des Dickdarms und Ulcerosa, dass da auch so kleine Geschwüre mit dabei sind. Und was ich vielleicht noch ganz zu Anfang, weil Mara ja auch so einen langen Weg und auch Sie, Frau Renner, gehabt haben, was man selber vielleicht machen kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, hat man so eine Erkrankung, hat man sie nicht. Es gibt, sagen wir mal, einfach vielleicht Kriterien. Wenn Sie, sagen wir mal, über 4 Wochen Durchfall haben, dann sollten Sie wirklich zum Hausarzt gehen und auch fordern, dass so ein bestimmter Wert gemacht wird. Das ist ein Kalprotektinwert. Da kann man, das ist ein Stuhlwert, das nimmt man quasi in ein Stuhlröhrchen und da kann man sehen, wie viel Entzündung im Darm drin ist. Und daran kann man schon sehr schnell sehen, ist es ein Reizdarm oder muss man wirklich schnell eine andere Diagnostik machen. Und das ist mir wichtig, dass man sich diesen Wert, diesen Kalprotektinwert vielleicht merkt. Und jetzt frage ich einfach mal Julian. Julian, sag doch mal die Unterschiede zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Da würde ich gleich gerne noch einmal darauf zurückkommen. Ich finde nur eine Sache ganz wichtig noch zu betonen, gerade für die Diagnostik, wenn man eine Koloskopie oder so durchführt bei einem Patienten oder einer Patientin, die über einen längeren Zeitraum Durchfälle hat, ist es so, zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen würde ich auch nur die Colitis ulcerosa und den Morbus Crohn zählen. Aber in der Diagnostik kann auch die mikroskopische Colitis sein und die unterscheidet sich vor allen Dingen dadurch, dass, wie der Name schon sagt, das in erster Linie eine histologische Diagnose ist. Also dass letztendlich unterm Mikroskop vom Pathologen
getroffen wird. Und das ist häufig so, dass Kollegen dann reingucken und sehen, es sieht alles relativ unauffällig aus und dann auf Biopsien verzichten. Also ich finde, das sollte man auch immer noch mal mit im Hinterkopf haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Colitis ulcerosa eher quasi eine oberflächliche Entzündung der Schleimhäute ist, die sich nur im Kolon und in seltenen Fällen auch mal im letzten Teil des Dünndarms mit abspielt. Aber was grundsätzlich eben keine Erkrankung ist, im Gegensatz zum Morbus Crohn, der den gesamten Gastrointestinaltrakt befallen hat und vor allen Dingen, was auch eine transmurale Entzündung hervorruft, also auch bis in tiefere Schichten hinein. Und dann ist natürlich auch sozusagen so ein Morbus Crohn, wird man nie wirklich ausheilen können. Man kriegt ihn vielleicht kontrolliert. Gerade bei einer Colitis ulcerosa kann aber, wenn die Medikamente nicht mehr wirken, zum Beispiel auch eine Kolektomie eine sinnvolle Option sein. Ich finde, da ist es aber auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil wenn man das gegenüber den Patienten anspricht, lehnen die das meist ab, dass das in aller Regel nur passagier ist, also nicht eine dauerhafte Lösung sein muss, sondern manchmal auch sinnvoll sein kann, um sozusagen den entzündeten Bereich ein bisschen ruhig zu stellen. Darf ich bei dir bei einem widersprechen? Und zwar, dass Crohn und auch Colitis meiner Meinung nach, ich sage es den Patienten auch immer wieder, die haben es nur für eine gewisse Zeit, dann hört es auf. Dadurch, dass ich es jetzt wirklich 35 Jahre lang hier in Hamburg mache, die alten Patienten, natürlich den alten Patienten irgendwie, kommen manchmal nur und sagen, ja, ist alles gut irgendwie. Es ist für eine gewisse Zeit des Lebens, wo es aktiv ist und dann hört es einfach auf. Ich kann nicht sagen, wann es aufhört, ob es mit 40 aufhört, wie auch immer. Aber es ist unfassbar, dass wirklich 99% hinterher keine Aktivität mehr haben. Und das finde ich irrsinnig mutmachend, deswegen sage ich es auch immer wieder. Unsere Patienten, also ich, wie gesagt, 35 Jahre und meine Patienten Alterspyramide war immer so von 20 bis 35, immer. Und schob sich sozusagen immer weiter. Und die anderen waren nicht mehr. Deswegen, das ist mir wichtig, nochmal zu sagen. Vielleicht, wie gesagt, nicht bei 100%, aber bestimmt bei 98%. Hier kam auch gerade noch eine Frage im Chat auf zu dem Calprotectin-Wert. Sagt der denn wirklich aus, ich habe jetzt eine schwere Entzündung oder kann das auch so ein bisschen irreführend sein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen niedrigen Calprotectin-Wert habe, aber zum Beispiel dann einen hohen Leidensdruck trotzdem habe, viele Durchfälle habe und so weiter? Das hilft uns bei der Diagnose und wir sehen, ob da die Entzündung stark ist. Also die Werte gehen von kleiner 50, ist vollkommen normal, bis, kommt auf das Labor drauf an, 3000. Man kann schon sagen, irgendwie 3000 ist doll entzündet, 500 ist so mittelentzündet und kleiner 50 ist nicht entzündet. Natürlich kann es Symptome geben, da muss man bloß gucken, dann sind die nicht aufgrund der Entzündung. Das ist dasjenige, was man dann als Arzt rausfummeln muss. Wenn jemand 20 Durchfälle hat und kein Calprotectin, muss ich nach was anderem gucken. Aber es ist so ein schöner, schneller Marker zu sagen, es ist entzündlich oder es ist nicht entzündlich. Ich glaube, das ist auch wichtig sozusagen in der Weichenstellung, weil gerade so für Patienten, die nicht privatversichert oder so sind, dauert es ja meist sehr lange, bis man einen Termin bekommt. Und gerade wenn der Hausarzt dann irgendwie sagt, hier haben Sie eine Überweisung, kümmern Sie sich mal um Termin, muss da eben schon relativ viel Eigeninitiative von den Patienten sein. Und in aller Regel dauert das auch teilweise sehr lange. Und da kann man natürlich da schon mal die Patienten ein bisschen rausfiltern, wo der Hausarzt dann vielleicht mal selber zum Telefon greifen muss und dann für den Patienten einen Termin schnell irgendwo organisieren muss. Ja. Aber was mich nochmal interessieren würde, Sie haben ja halt auch gerade gesagt, was man erstmal testen lassen sollte. Und wenn ich beim Hausarzt bin, es ist ja generell auch ein sehr schambelegtes Thema so. Ab wann fange ich an, zum Arzt gehen zu müssen, wenn ich merke, dass ich halt Durchfall habe? Was sind so die Anzeichen, wo Sie sagen, so, und jetzt musst du dich beim Hausarzt wirklich durchsetzen, du musst dich trauen, was zu sagen? Weil ich glaube, das ist ja ganz häufig auch das Problem, dass man sich manchmal noch gar nicht traut, was zu sagen, dass man ganz lange Zeit das einfach nur unterdrückt und sich selber wahnsinnig quält.
Deswegen möchte ich ja eine Kampagne machen. Es gibt ja noch die andere, die kennen Sie auch, die chronisch glücklich. Das sind ja, ja, noch die anderen Patientenorganisationen, genau. Ich plane eine wirklich eine große Kampagne, wo man den Patienten sagt, pass auf, deswegen 4 Wochen Durchfall, dann könnt ihr fordern, dass ein Kalprotektin gemacht wird, zumindest. Blut abnehmen wir natürlich noch besser. Und dass man den Patienten eine Hilfestellung gibt, dass man nicht sagt, oh, nee, der Arzt hat ja bestimmt recht, sondern dass man eine Aufklärung macht, komm, dafür irgendwie sozusagen, dann kriegt ihr auch schneller einen Gastroenterologentermin. Und es ist quasi wirklich, es ist ein Wert. Und das muss man schulen und immer wieder, weil ich glaube, von den Hausärzten wird es nicht kommen. Die haben durchschnittlich 2 CED-Patienten. Die kennen sich damit einfach nicht aus, können sie auch nicht. Irgendwie, die haben Patienten, die haben Arterienhypertonus etc. irgendwie. Und bei den Gastroenterologen ist halt immer wieder das Problem, dass sie sehr, sehr viel spiegeln und dann wenig Zeit haben und einfach auch keine Kohle bekommen für das Gespräch. Das ist die Schwierigkeit. Deswegen müssen die Patienten geschult werden. Und das ist, wie gesagt, mit diesem Marker ist es, glaube ich, einfacher. Absolut. Also ich bin bei all diesen Aktivitäten dabei, weil ich glaube halt auch, dass die Aufklärung und diese Autoimmunerkrankung sichtbar machen durch die Kampagnen, die wir machen, extrem wichtig sind. Und häufig ist es ja auch so, dass man halt 2 Autoimmunerkrankungen hat, dass ich eine rheumatische Erkrankung habe. Und dann denke ich ja, ach, jetzt kann ich ja nicht noch irgendwas mit dem Darm haben. Also es kann ja nicht sein. Ne? So, aber natürlich gibt es diese Zusammenhänge auch. Ne? Also deswegen glaube ich auch, es ist wahnsinnig wichtig, halt einfach da rechtzeitig zu reagieren. Gibt es das denn häufig eigentlich, die Zusammenhänge, dass man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und eine andere Autoimmunerkrankung, Herr Dr. Holzhütter? Das gibt es schon insgesamt, muss man sagen. Das ist ja multifaktoriell, also zum Teil genetisch bedingt durch und durch Umwelteinflüsse. Und insofern muss man sagen, dass das Risiko für andere Autoimmunerkrankungen etwas erhöht ist. Ganz problematisch wird es, wenn zum Beispiel eine PSC vorliegt, also eine Erkrankung letztendlich der Gallenwege, wo dann auch das Entartungsrisiko massiv erhöht ist. Nur das ist eben auch noch mal deutlich seltener als chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das ist noch spezieller und da ist es dann aber eben, und das verläuft auch noch anders, da ist es dann aber eben auch ganz wichtig, dass sowas adäquat betreut wird. Also letztendlich muss man sagen, es gäbe einen großen Bedarf aus meiner Sicht für Spezialsprechstunden. Das Problem ist nur, das lässt sich nicht so einfach umsetzen. Da fehlt auch so ein bisschen der politische Wille. Es kommt dann auch noch hinzu, dass allgemein, dass man muss sich für die Patienten viel Zeit nehmen. Man muss sich um die kümmern, um die Patienten. Die haben einen hohen Zeitbedarf. Das kriegt man aber häufig in der Praxis gar nicht hin. Da wird dann gespiegelt und dann wird irgendwie dem Patient der Befund in die Hand gedrückt und dann heißt das ja, geh zu deinem Hausarzt und besprech das mit dem. Der kann das aber überhaupt nicht einschätzen. Der ist damit mit Sicherheit auch überfordert, weil der einfach nicht die Anzahl an Patienten hat, dass der sich damit wirklich gut auskennen kann. Ja, also ich meine, das gesundheitspolitische Thema, das bedarf wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Das ist natürlich nicht schön und gibt einem auch nicht viel Hoffnung, wenn man das halt einfach so sieht, was da alles sich abspielt. Und aber trotzdem gibt es ja sehr, sehr viele gute oder es gibt einige gute Gastroenterologen, die man halt auch aufsuchen kann. Und manchmal ist es vielleicht dann einfach auch sinnvoller, vielleicht auch ein halbes Jahr Wartezeit in Anspruch zu nehmen. Oder was raten Sie dem Patienten denn dann? Oder ist ein halbes Jahr Wartezeit eine Katastrophe für so einen Patienten? Eine Katastrophe, wenn die, das ist ja eine schnelle Erkrankung. Das ist ja etwas irgendwie nicht, also mein Mann ist Neurologe. Bei der MS, da hat man ein halbes Jahr vielleicht mal Zeit. Aber bei unseren Patienten, wenn die einen akuten Schub haben, bei einigen geht das innerhalb von 2 Tagen. Und dann sind die entweder im Krankenhaus oder sie sind bei uns. Deswegen haben wir es so gemacht, dass die Patienten ganz schnell an uns rankommen können. Also ich habe zum Beispiel ein Online-Forum, wo die Patienten sich immer an mich wenden können. Das mache ich dann privat von zu Hause. Das bedeutet, ich kann immer schnell sehen, irgendwie ist da irgendetwas, kann irgendwas organisieren. Aber es ist einfach, der
Patient gibt ja den Termin vor, wenn es ihm schlecht geht. Ich kann nicht sagen, Sie werden jetzt einfach am besten, werden Sie jetzt in 3 Monaten krank. Das funktioniert bei diesen Patienten eben nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und wir machen ja nur chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, haben uns also komplett so darauf fokussiert. Und dann kriegen wir es mit dem Zeitmanagement auch hin. Wenn Sie aber eine Spiegelpraxis plus CED haben, dann können Sie das nicht hinbekommen, weil Sie sind ja durchgetaktet. Also das ist auch etwas, was ganz schwierig ist. Dann die Zeit dann gar nicht, ne? Nee. Mara, das klingt ja traumhaft, so wie es bei Frau Dr. Howald ist. wie war das denn bei dir? Also wie waren deine ersten Symptome und dann die Arztsuche bis hin, dass du einen gefunden hast? Ja, leider genauso schlecht, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Also ich habe erste Symptome gehabt, bin zum Hausarzt gegangen und der hat gesagt, ja, da muss sofort mal ein Proktologe draufschauen. Da habe ich schnell einen Termin bekommen, habe aber über 4 Monate auf eine Darmspiegelung warten müssen. Und in der Zeit hat sich das so hochgeschaukelt, dass ich nachher wirklich im Krankenhaus lag, wurde zwischendurch aus der Notaufnahme immer mal wieder abgewiesen, weil Blutwerte waren top. Das war denen immer egal, solange Blutwerte top sind, müssen wir nicht reinschauen, auch wenn ich schon 20 Mal am Tag blutigen Durchfall habe. Und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Von da aus hat sich innerhalb kürzester Zeit von 2 Wochen ein toxisches Megakolon entwickelt. Was heißt, mein Darm war eigentlich kurz vorm Platzen und ich schwebte in Lebensgefahr. Und erst danach habe ich dann gute Ärzte für mich gefunden, bin auch von Bremen immer nach Lübeck gefahren zu meinem Arzt in die Uniklinik, weil ich einfach gesagt habe, da ist ein Arzt, der kennt mich, der versteht mich, da fühle ich mich sicher aufgehoben und bin ganz lange noch hin und her gependelt und habe jetzt zum Glück einen in Bremen gefunden, bei dem ich mich super aufgehoben fühle. Ach, schön. Ja, aber das ist halt wirklich ein Thema, ne? Und ich meine, du bist ja auch noch so jung und also das war bestimmt eine ganz, ganz schlimme Zeit, die du da halt erlebt hast. Da würde ich an einer Stelle auch gern nochmal nachhaken. Hat Ihr Hausarzt gesagt, Sie sollen zum Proktologen gehen? Mhm. Wegen Blut wahrscheinlich, weil sie Blut im Stuhl hatte. Ja. Ja. Auf der einen Seite macht das natürlich Sinn, um zum Beispiel Hämorrhoiden abzuklären oder sowas. Das Problem ist aber gerade, die Proktologie ist ja etwas, was von unterschiedlichen Fachdisziplinen betrieben wird. Also das machen Chirurgen, das machen Gastroenterologen, das machen aber auch Urologen und Dermatologen. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man erstmal dran denkt und vor allen Dingen bei vielen Patienten bleibt das dann auch sozusagen dabei, dass die dann nur proktologisch untersucht werden. Dann wird vielleicht ein bisschen ins Rektum reingeguckt, wenn überhaupt, wenn es über eine Anoskopie hinausgeht. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, dass man sagt, ja, da sind Hämorrhoiden. Die Hämorrhoiden haben geblutet, sondern dass man da dann eben weiterguckt. Also ich persönlich finde, jeder perianale Blutabgang gehört einmal mit einer kompletten Koloskopie abgeklärt. Das muss man dann nicht jedes Mal wiederholen. Aber das wird häufig auch übersehen. Das können Hämorrhoiden sein, das kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein, das kann aber auch Kolonkarzinom oder sowas sein. Und das kann auch schon mal im jungen Alter auftreten. Also ich habe jetzt im letzten Jahr 3 Patienten mit einem Kolonkarzinom gehabt, die alle unter 40 gewesen sind. Also wo man nicht unbedingt da an sowas auch mitdenkt. Und insofern ist, glaube ich, da eine adäquate Diagnostik auch sehr wichtig. Also ist es halt, glaube ich, extrem wichtig, dass der Patient halt auch wirklich mitarbeitet. Und was glaube ich, extrem hilft, ist halt, Frau Howald, wie Sie halt auch chronisch glücklich angesprochen haben, oder halt auch Mara, dein Instagram-Account, Nick e.V., halt all diese Institutionen, die es gibt, da finden sich ja die Betroffenen zusammen. Und auch bei uns ist es halt so, ein Herzstück von Nick e.V. sind die Mutmachgeschichten oder die Interviews mit den Ärzten, die wir auch schriftlich zum Teil bei uns halt auf dem Blogbeitrag zu lesen haben, dass die Betroffenen mit den ersten Anzeichen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie haben oder auch mitten schon in ihren ganzen Diagnosen drinstecken, dass sie aber durch die Mutmachgeschichten auch anderer Betroffener einfach sehen, welchen Weg man gehen sollte eigentlich und wo man auch hinkommen kann. So, und dann leiten wir ja auch weiter dann zu den Social Media Kanälen wie Mara oder Chronisch Glücklich, wo es dann auch nur noch um diese Erkrankung geht. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz viel Erfahrung und Hilfe findet und dann aber wirklich halt den Mut haben muss, zum Arzt zu gehen und sich richtig weiterleiten lassen muss.
Und ich glaube, der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man dann beim Arzt angekommen ist und die Diagnose hat, dass man dann auch sich Medikamenten annimmt, die heutzutage ja wirklich helfen, aber auch ganz viele sehr viel Angst davor haben. Frau Howald, vielleicht könnten Sie doch einfach mal was dazu sagen. Was gibt es überhaupt heutzutage schon? Wie viel Zeit haben wir? Nein, also das war früher ja viel einfacher. Früher hatten wir dieses Salofalk und wir hatten Cortison. Und dann kam 1999 und mit 1999 kam das Remicade, das ist das Infliximab, das ist das erste Biologikum gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann süchtig danach geworden, weil sie konnten Patienten wirklich gesund machen. Das ging ja vorher überhaupt gar nicht irgendwie, sie haben mehr Cortison, weniger Cortison, Operation. Plötzlich hatten sie dieses Zeugs, ja, und sie konnten diese Patienten mit diesen Infusionen gesund machen. Und das war das erste 1999, das sind ja nun auch schon 24 Jahre her. Und wir haben inzwischen 5 Biologika und jetzt kommen immer, immer mehr. Es kommen noch, kann ja gleich was dazu sagen, diese JAK-Inhibitoren, das ist was anderes nochmal. Und wir haben bestimmt für dieses Jahr nochmal 3 weitere Medikamente, die zugelassen werden. Früher haben wir alle 10 Jahre, hurra, hurra, kam neues Medikament. Heutzutage haben wir 4 Medikamente in einem Jahr. Und die Biologika, kann ich mal aufzählen, das sind die TNF-Alpha-Antikörper, also Infliximab und Adalimumab. Die Originale waren Remicade und Humira. Dann haben wir noch das Stelara, das ist das Ustekinumab. Dann haben wir das Entyvio, Vedolizumab. Das sind ja schon 5. Und dann gibt es diese 9 JAK-Inhibitoren. Und die Biologika kann man inzwischen alle während zum Beispiel einer Schwangerschaft nehmen, auch während der Stillzeit nehmen. Da gibt es jetzt genug Daten, dass wir wissen, dass das wirklich auch gemacht werden sollte. Früher haben wir im letzten Drittel damit aufgehört, der Schwangerschaft, weil wir gesagt haben, dann geht es vielleicht durch die Plazenta durch. Heutzutage geben wir das durch, weil wir wissen, das Schlimmste für eine Schwangerschaft ist, wenn man einen Schub bekommt. Und diese Medikamente sind so sicher, dass wir jetzt sagen können, wir behandeln durch und damit schützen wir die Patientin. Das ist anders bei den JAK-Inhibitoren. Das sind die, das ist das Rinvoq, Gisellica und Xeljanz. Das sind die Markennamen. Da zum Beispiel, das kann man Patienten nicht geben, wenn sie schwanger werden wollen. Und da gibt es auch ein Safety-Profil, wo es bei älteren Patienten auch mal zu Komplikationen gekommen ist, also Thrombosen etc., da sind wir ein bisschen vorsichtiger, weil wir kennen die so noch nicht so richtig gut. Und es wird dieses Jahr vermutlich noch ein Interleukin 23, kann man sich nicht alles merken, Antikörper kommen, das ist nochmal wieder eine neue Therapieklasse. Also wir haben momentan wirklich alles, um unsere Patienten gesund zu machen und man muss vor dem Schub Angst haben und man muss davor Angst haben, Julian, was du gesagt hast, irgendwie, dass man einfach, irgendwie, wenn die Patienten, sagen wir mal, nach 10 Jahren nicht überwacht werden und sie haben noch zusätzlich eine PSC, dann muss man jährlich zur Koloskopie gehen. Dann kann man das Karzinom vermeiden, weil man ja jährlich gespiegelt wird. Das ist auch wichtig. Aber überwiegend sollte man nicht Angst vor den Medikamenten haben, es sei denn, man kriegt nur Cortison, Ewigkeiten, das ist falsch. Aber man muss mehr sozusagen Angst vor der ständigen Aktivität haben, als vor diesen tollen Medikamenten, die das Leben so einfacher machen, auch unser Leben einfacher machen, weil wir viel besser helfen können. Da wollte ich vielleicht noch eine Frage stellen, was hier gerade von Diana im Chat gefragt wurde. Du hast ja zum Stelara und Schwangerschaft auch schon was gesagt gehabt. Die Ärzte von Diana stellen sich die Frage, schwanger werden mit Azathioprin oder Stelara? Was ist das Bessere? Dafür sind sich uneinig. Ja, das ist unfassbar. Azathioprin haben wir ja gegeben vor 15 Jahren. Das ist unfassbar. Das soll man gar nicht mehr geben. Es sei denn, es gibt eine wahnsinnige Ausnahmeindikation. Also wir geben gar keine Immunsuppressiva mehr. Das sind Azathioprin und MTX. Wir geben, wenn es denn wirklich indiziert ist, immer die Biologika. Und damit kann man schwanger werden etc. Man kann auch unter Azathioprin schwanger werden. Das geht auch. Aber ich bin jetzt selbst zweifache Mutter, irgendwie ich wäre lieber unter Stelara schwanger geworden als unter Azathioprin, weil das doch etwas die schmutzigere Droge ist irgendwie. Also immer lieber Biologika als diese Immunsuppressiva. Wir sprechen jetzt ja über diese ganzen verschiedenen Medikamente. Aber wir haben 2 Erkrankungen, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Sind das denn komplett Therapien, die wir für beide Erkrankungen nutzen können oder gibt es Unterschiede in der Therapie der beiden Erkrankungen? Julian, wer will?
Ja, also da gibt es schon Unterschiede. Nicht alle, also sage ich mal so, für Colitis ulcerosa ist im Moment noch mehr zugelassen als für den Morbus Crohn. Und vor allen Dingen ganz wichtig finde ich aber, da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass sich das in der Basistherapie ganz stark unterscheidet. Also wenn man sozusagen Step Up wählt und mit den einfachsten, vielleicht am längst erprobten Medikamenten anfängt, wäre das dann bei einer Colitis ulcerosa das Mesalazin. Und das ist auch, sage ich mal so, im ambulanten Bereich leider bei ganz vielen Morbus Crohn-Patienten das, was sie dann bekommen. Das wirkt aber leider beim Morbus Crohn nicht. Also letztendlich ist das dann wie ein nahezu unbehandelter Morbus Crohn. Als nächstes würde man sich dann bei Morbus Crohn vielleicht überlegen, ein Steroid zu geben, also Cortison oder so etwas. Das ist natürlich etwas, was du gesagt hattest, die systemischen Steroide sind für eine Langzeittherapie überhaupt nicht geeignet, aber man kann da sozusagen auch eine Stufe darunter anfangen mit dem Budesonid, dass man dort ein Medikament dann gibt, was sozusagen auch eine Entzündungskontrolle haben kann, was aber einen sogenannten hohen First-Pass-Effekt hat. Das heißt, das wird gleich in der Leber wieder abgebaut und führt eben zu diesen typischen Cortison-Nebenwirkungen bei weitem nicht so stark wie die klassischen Sachen wie Prednisolon, also zum Beispiel Gewichtszunahme oder so die Cortisonhaut, was viele Menschen ja auch kennen. Eins noch vielleicht zum Morbus Crohn mit dem Mesalazin. Wenn man aber wenn man den Crohn im Dickdarm hat, dann kann man ja durchaus auch Mesalazine geben. Bloß im Dünndarm wirkt es überhaupt gar nicht. Im Dickdarm machen wir das auch. Also wenn die Entzündung im Dickdarm ist, wird das Mesalazin erfahrungsgemäß da auch wirken. Und da ja, das weiß ich gar nicht, wer die Sponsoren sind, das tut mir leid irgendwie, aber es gibt ja verschiedene Mesalazine, die auch verschiedene Freisetzungen haben. Und da muss man immer schauen, irgendwie, welches Mesalazin wirkt auch da, wo der Patient die Entzündung hat. Ja, wenn das im Dünndarm hat, dann wird nichts wirken, was nur im Dickdarm wirkt. Aber würdest du jetzt zum Beispiel, wenn ein Patient seine Diagnostik gehabt hat und man hat gesagt, das ist ein Morbus Crohn mit reiner Kolonbeteiligung, weil ich den einmal komplett koloskopiert habe und wie sich das natürlich auch gehört, habe ich auch ins terminale Ilium reingeguckt, habe da so ungefähr 30 Zentimeter reingesehen, habe dann auch Proben entnommen und habe dort festgestellt, das sah bei der Spiegelung unauffällig aus und der Pathologe sagt auch, da ist keine Entzündung. Wäre das dann jetzt, wo du als nächstes, im nächsten Schritt sofort sagst, Mesalazin oder ist es da vielleicht auch noch wichtig, dass man nochmal irgendwo guckt, ob an anderen Stellen noch irgendwo Entzündung ist? Das kommt ja auf die Symptomatik drauf an. Meistens ist es ja irgendwie, wenn man Crohn hat, also ein Magen-Crohn ist ja irre selten. Also man sagt ja, es kann ja überall sein. Also Magen-Crohn habe ich vielleicht von, wie viele Patienten haben wir jetzt? Keine Ahnung, 18.000 oder sowas irgendwie. Und da würde ich mal sagen, habe ich vielleicht 4 oder 5 Magen-Crohner gesehen. Also das finde ich sehr selten. Ich würde danach gehen, irgendwie, wenn der Patient dann blutige Durchfälle hat und er hat einen Crohn im Kolon. Das ist ja die Mesalazin-Wurscht, irgendwie, ob der einen Crohn oder eine Colitis hat. Entzündung im Dickdarm würde ich immer dann ein aber dort wirksames Mesalazin geben, schmerzlos, mir vollkommen wurscht. Ich meine jetzt auch nicht so sehr einen Magen-Crohn oder so, den habe ich vielleicht auch bei der ÖGD noch mit ausgeschlossen. Aber was ich finde, MRT-Selling wird auch einfach zu selten gemacht. Ja. Ich finde, da sollte man einmal abklären, wo man den gesamten Verdauungstrakt mit angucken kann, ob an anderer Stelle vielleicht im Jejunum oder so auch noch irgendeine Entzündung ist, die letztendlich dann auch zu einer Stenose oder so führen könnte oder zu einer Fistelung oder. Ja. Also absolut, das gehört einmal mit dazu, dass man den MRT-Selling einmal macht. Ganz häufig wird es ja nicht gemacht, hast du vollkommen recht. Dann werden die Patienten gespiegelt, haben dann einen unauffälligen Dickdarm, auch einen unauffälligen terminalen Ileum und dann wird gesagt, sie haben nichts. Ja, und dann muss man mal darauf achten, so kann man sich das merken, wenn man einen dünnen Darm-Crohn hat, ist man meistens dünn.
Warum? Weil ja einfach irgendwie der Dünndarm diese ganzen Nahrungssachen aufnimmt irgendwie. Und da muss man aufpassen, wenn ein Patient abnimmt oder eine unklare Gewichtsabnahme und auch das Kalprotektin verlässt uns da häufig, weil wenn man das ist ja 5 Meter Dünndarm haben wir ja, und wenn irgendwo im Dünndarm eine Entzündung ist, dann vermischt sich das Kalprotektin, bis es quasi unten am Auspuff wieder rauskommt. Das ist häufig ganz niedrig. Also da muss man auch ganz viel lauschen irgendwie und hören, wie das war. Und Emmer-Selling gehört definitiv mit dazu. Ja, das habe ich vergessen. Spannend, ich könnte die ganze Zeit weiter zuhören. Ich habe aber noch mal eine Frage. Sie haben ja die Medikamente jetzt gerade vorgestellt. Das sind ja auch viele Medikamente oder Biologika, die halt auch bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen verabreicht werden oder bei rheumatischen Erkrankungen. Kann ich denn ein Medikament im Idealfall auch für, wenn ich 2 Erkrankungen habe, dann für beide Erkrankungen nehmen? Also wir haben auch ein Netzwerk und wir haben inzwischen auch, nach 30 Jahren habe ich jetzt ein Netzwerk. Und das Netzwerk ist mit Dermatologen, mit Rheumatologen. Und eben wir haben da, wenn wir Patienten haben, die halt einen Crohn haben und dann haben sie Hauterscheinungen, dann können wir die, und wir arbeiten im UKE zusammen, können wir die dorthin schicken und dann wird uns gesagt, ja, das ist vielleicht eine Psoriasis oder das ist irgendetwas. Und dann suchen wir gemeinsam ein Medikament, was für die beiden Erkrankungen gleichzeitig wirkt. Und nicht ich nehme eins und die Dermatologie nimmt eins, sondern wir versuchen uns zusammenzutüdeln. Das zweite ist irgendwie, wenn wir manchmal, es gibt die Medikamente, werden ja für bestimmte Erkrankungen zugelassen. Und manchmal haben wir nur Studien von einem Medikament, ein tolles neues Medikament, wo wir wissen, boah, das wirkt super bei der Colitis ulcerosa, aber ich darf es noch nicht verschreiben, weil es für uns, also für die Colitis-Patienten noch nicht zugelassen ist. Wohl aber für die Schuppenflechte. Und dann können wir die Dermatologen bitten, der hat doch irgendwie Schuppenflechte und du kannst doch vielleicht das aufschreiben. So, und dann bekommt der Patient sogar ein neues Medikament, was auch für beides wirkt. Aber die übernehmen die Indikation. Ne? Da muss man immer so ein bisschen spielen. Ja, und dieses Netzwerk ist natürlich vorbildlich. Ne? Wenn Sie das natürlich haben, und also ich komme jetzt ja auch aus Hamburg und das UKE ist halt auch ein Netzwerkpartner mit bei uns, das ist natürlich perfekt, wenn Sie das so haben. Ne? Aber was, glaube ich, auch noch eine ganz wichtige Frage ist, Mara, du hast ja jetzt einen künstlichen Darmausgang, was du ja auch offen kommunizierst. Und das sollte ja das Ziel sein, dass man das eigentlich nicht mehr bekommt. Ist das eine automatische Reaktion aufgrund dessen, dass man zu lange es hat schleifen lassen, dass man einen künstlichen Darmausgang bekommen kann? Oder wodurch passiert das? Also, wer möchte beantworten? Frau Howald oder Herr Holzhütter? Na, also grundsätzlich muss man sagen, bei Morbus Crohn, gerade auch bei einer Stenose-Symptomatik oder so, oder da sind Operationen ja auch, sage ich mal, mehr die Regel als bei einer Colitis ulcerosa. Und da kommt das dann auch häufiger vor. Was ich ganz wichtig finde, ist bei einer Colitis ulcerosa darauf hinzuweisen, dass das häufig auch mal nur temporär angelegt werden kann, um einfach mal den entzündeten Bereich ruhig zu stellen und dass das dann für eine gewisse Zeit, vielleicht 8, 12 Wochen oder so, dazu führt, dass man einen künstlichen Darmausgang hat, der dann, wenn die Entzündung abgeheilt ist, auch wieder zurückverlegt werden kann. Da ist aber auch wiederum das Problem, wenn die Entzündung noch nicht weg ist und dann wird er zurückverlegt, in das entzündete Gewebe dann irgendwie eine Anastomose oder so zu legen, da kommt es ganz häufig dann zu Anastomoseninsuffizienzen, dann tritt da irgendwann immer ein bisschen Stuhl aus, das führt dann irgendwann zu einer Peritonitis und dann kommt es zu Folgekomplikationen, die auch behandelt werden müssen. Und insofern ist das, glaube ich, auch etwas, wo es auch gerade wichtig ist, dass man das interdisziplinär betrachtet, dass vielleicht der Chirurg sozusagen dann kurzfristig einen künstlichen Darmausgang anlegt, der Gastroenterologe sich aber darum kümmert, dass die Entzündung auch an der Anastomose, wo sie dann gelegt werden soll, weg ist, damit man das dann eben auch sozusagen nicht in einer Harakiri-Operation enden lassen muss, sondern dass das dann eben auch wirklich durch Medikamente, zum Beispiel Biologika, die Entzündung dann auch raus ist komplett. Mara, sollte das bei dir auch erst nur übergangsweise sein? Oder war dir das von Anfang an klar, dass du jetzt für immer einen künstlichen Darmausgang hast? Bei mir war es tatsächlich so, dass
der komplette Dickdarm ständig entzündet war. Also es gab nicht einen Teil des Dickdarms, der ruhig war. Es war komplett alles entzündet. Und wir haben es auch nicht ruhiggestellt bekommen mit keinem Medikament. Egal, was wir versucht haben. Und deswegen war von vornherein klar, wenn, dann muss der ganze Dickdarm eben auch raus, weil der mich wirklich sehr krank macht. Und der ursprüngliche Plan war das, wie bei Colitis ulcerosa ja üblich, in diesen J-Pouch umzuwandeln, sodass ich dann eben mein halbwegs normales Leben so weiterführen kann. Aber das hat halt nicht funktioniert, weil ich diverse Not-OPs brauchte, der Dünndarm nachher zu kurz war, alles nicht mehr runterging, dann Verdacht auf Darmkrebs bekommen habe im Rektum. Und dann war es halt einfach so, dass man gesagt hat, das hinten muss alles raus und wir lassen jetzt das Stoma eben für immer. Okay, aber das ist natürlich auch ein langer Weg gewesen, wahrscheinlich, um das zu akzeptieren oder akzeptieren zu können, ne? Auf jeden Fall. Und ich bin immer noch meinem Arzt dankbar, bei dem ich war, der mir gesagt hat, wenn es soweit kommt, wäre es vielleicht jetzt schon rechtzeitig an der Zeit, einfach mal in die Psychotherapie zu gehen und sich vielleicht eine Psychologin zu suchen. Selbst wenn es nachher nicht zu der OP kommt, hilft es einfach ungemein, eine Person zu haben, mit der man drüber sprechen kann und die vielleicht nicht im Umfeld ist und einen dann wieder mitleidig anschaut oder bei der man dann das Gefühl hat, man selbst muss die Person sein, die dann wieder alle in den Arm nimmt und tröstet, weil die Person selbst damit nicht so richtig zurechtkommt. Und 4 Jahre war ich in dieser Therapie und es hat mir unheimlich geholfen, meine Erkrankung zu akzeptieren und eben auch jetzt an dem Punkt zu sein, dass ich sagen kann, hey, ich kann super leben, auch mit künstlichem Darmausgang und das auch für immer. Oh Mara, das ist so schön zu hören. Ich habe auch noch eine andere, die bei uns eine Mutmachgeschichte geschrieben hat. Die ist auch Anfang 30 und das hat mich auch damals so ergriffen, die Geschichte. Und ja, da ist es ähnlich. Und ja, es ist ein langer, langer Weg. Und aber therapierst du denn heute auch oder? Nicht mehr tatsächlich. Ich hatte eine Zeit nach den ganzen OPs, dass ich mir, dass ich ständig so Bauchschmerzen hatte und dachte schon so, irgendwas passiert. Und wir hatten eine Autoimmunpankreatitis, die sich bei mir entwickelt hat, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Und das fühlte sich tatsächlich auch an wie in so einem Schub, den ich hatte. Also jedes Mal, wenn ich mehr Stress hatte, flammte das wieder auf. Und man konnte das quasi periodisch wie meine Colitis ulcerosa Schübe beobachten, dass ich dann auch in anderen Bereichen meines Körpers plötzlich irgendwie Probleme hatte, die ich vorher gar nicht hatte. Okay. Also ich könnte, glaube ich, auch unendlich lange mit dir weiterreden, aber ich sehe gerade, wir haben über 100 Teilnehmer, wir haben 34 Fragen. Ich würde mir so wünschen, dass wir all den Fragen gerecht werden können. Mara, wollen wir uns so ein bisschen aufteilen oder Frau Howald, wollen Sie, also Sie beide auch gucken, was wir hier im Chat stehen haben, dass wir das so ein bisschen abarbeiten können. Können Sie mir was zum Kalbpro-Wert sagen? Meiner ist 100, Diagnose CU wohl recht niedrig, aber mein Leidensdruck trotzdem recht hoch. Hatten wir schon, der ist mit 100 wirklich recht niedrig. Dennoch muss man dann schauen, irgendwie, woher der Leidensdruck kommt. Es muss hier nicht immer Entzündung sein, sondern es gibt auch einen bakteriellen Overload, wenn man ganz viel Luft im Bauch hat zum Beispiel. Oder es gibt auch mikroskopische Colitiden. Da muss man halt schauen, irgendwie, woher das kommt. Das muss man abgleichen. Genau. Dann, Sie waren nicht von Anfang an dabei, was alles getestet werden muss. Das können wir vielleicht zum Schluss nochmal machen, dass wir jetzt erstmal auf die anderen Fragen eingehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Dr. Howald, Morbus Crohn wird bei den meisten irgendwann inaktiv, heißt das, es geht dann auch ohne Medikamente. Ja, es geht dann und das muss man ganz genau dann schauen irgendwie. Meistens ist es so, wenn man die Patienten immer so eine lange Zeit hat, die bekommen bei uns Biologika. Und dann ist es ja meistens zu Anfang irgendwie, die sind schwer krank, irgendwie dann geht es durch die Biologika deutlich besser. Und wenn die Patienten dann kommen, die wollen das dann auch erstmal behalten, weil es ihnen damit ja gut geht und kommen dann und sagen, im Vorbild können wir es jetzt mal absetzen. Und dann darf nicht gefragt werden, wie viele Stuhlgänge haben sie denn, sondern frage ich meistens, was ist denn in ihrem Leben so los? Und wenn mir jemand sagt, irgendwie wunderbar, bin aufs Land gezogen, ist total klasse, arbeitet jetzt nur noch 80% irgendwie, habe die Frau meines Lebens gefunden irgendwie und ich pflanze jetzt gerade Kartoffeln an, was ich total wunderbar finde, dann würde ich sagen, okay, lass uns das versuchen. Wenn der mir aber sagt, ich bin jetzt gerade die Karriereleiter rauf, irgendwie habe einen ganz blöden Chef, irgendwie versuche mich aber durchzuboxen irgendwie und mit meiner Frau läuft das auch nicht so gut, irgendwie habe ich Stress, dann würde ich es nicht absetzen. So, das bedeutet, es hängt auch ganz, ganz doll da dran, jetzt waren wir schon bei der Psyche irgendwie, wie es einem dann geht. Und ganz häufig, wenn man so das Leben so ein bisschen lockerer sieht, schwierig, weiß ich irgendwie, und loslässt, dann hört diese Erkrankung auf. Es hat immer etwas damit zu tun. Aber es ist dann ohne Medikamente. Dann versuchen wir abzusetzen, gucken, ob das geht. Manchmal flackert es noch so ein bisschen, aber nie wieder so schlimm wie zu Anfang. Davor hat man natürlich Angst irgendwie. Und dann begleitet man, ich bin ja da irgendwie,
Und dann kommen sie hinterher und sagen, oh, nach 5 Jahren, es geht mir prima, ich wollte einfach mal ein paar Eier vorbeibringen oder sowas. Ja, es geht ohne Medikamente. Dann haben wir noch die nächste Frage. Hängt denn Colitis zusammen mit so anderen Erkrankungen wie Hashimoto? Julia. Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst, habe hier noch eine andere Frage gelesen zu Cortison. Entschuldigung. Hängt denn seine Colitis zum Beispiel auch mit Hashimoto zusammen? Im weiteren Feld ja, im engeren Feld nicht. Also man muss jetzt sagen, Hashimoto ist ja auch eine Autoimmunerkrankung und ist auch relativ häufig. Insofern, das trifft man schon häufiger zusammen an. A, weil beides keine seltenen Erkrankungen sind und B, weil bei beiden Erkrankungen das Immunsystem mit involviert ist, zu unterschiedlichen Teilen. Aber insofern sind allgemein andere Autoimmunerkrankungen auch häufiger. Und dann hätten wir die nächste Frage. Es gibt inzwischen so Calprotectin-Selbsttests. Wie sinnvoll sind die denn, wenn man die zu Hause anwendet? Die sind total sinnvoll, bloß die werden von der Krankenkasse nicht bezahlt. Das ist dann sozusagen eine Leistung, die der Patient dann selber bezahlen muss. Das finde ich total bescheuert. Kämpfe schon seit Ewigkeiten dafür irgendwie, dass die Krankenkasse auch diese Tests bezahlt. Also es wäre sehr sinnvoll. Wir machen es so, wir geben Patienten häufig 2 oder 3 Röhrchen mit, schon mit einer Verpackung. Und dann können sie die dann losschicken, wenn sie wollen oder wenn sie denken, sie bekommen Schub. Dann geht es in unser Labor. Und wir haben so einen QR-Code drauf. Das bedeutet, dass die Patienten dann selber auch ihren Wert bekommen können. Das ist so ein bisschen so ein Hybrid irgendwie. Das kann man als Service anbieten. Ist sehr, sehr gut irgendwie, weil der Patient sofort selber weiß, irgendwie, wie es geht. Ich glaube, dann haben wir eine Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung mehrfach aufkam. Nebenwirkung von Biologika. Hier zum Beispiel Rheuma durch Remikade. Aber ich glaube, da waren auch noch mehr Fragen im Chat, die einfach gefragt haben, womit muss ich denn rechnen? Können es irgendwie schwerwiegende Nebenwirkungen geben durch solche Biologika, die ich zu mir nehme? Soll ich nochmal, Julian? Oder kurz die nächste? Ja, beziehungsweise da sehe ich auch gerade noch eine Frage aus dem Chat, die dazu sehr gut passt, finde ich. Wieso wird Cortison immer so schlimm angesehen und Biologika nicht? Cortison hat zum Beispiel als schlimmste Nebenwirkung meiner Meinung nach Nebenniereninsuffizienz oder Osteoporose. Bei Biologika stehen diverse Krebsarten in den Nebenwirkungen. Das macht tierisch Angst. Ich hätte lieber Osteoporose als Krebs zum Beispiel. Das teile ich vollkommen. Also ich würde auch lieber eine Osteoporose haben als irgendwo eine Krebserkrankung. Aber das ist so ein bisschen das, wenn Sie über einen längeren Zeitraum Cortison geben und eben ein systemisch wirksames Cortison haben, führt das immer zu Nebenwirkungen. Also das ist etwas, das sollte eigentlich auf keinen Fall mehr heute langfristig, na gut, manchmal gibt es Patienten, steroidabhängige Patienten, aber grundsätzlich sollte immer das Ziel sein, Cortison wieder loszuwerden. Biologika haben zum Teil ein erhöhtes Krebsrisiko für gewisse Erkrankungen, wobei auch eine nicht kontrollierte Entzündung hat natürlich auch ein Kolonkarzinom-Risiko. Und das, finde ich, ist etwas, was in Deutschland, was wir auch bei Corona gesehen haben, man arbeitet nicht mit Wahrscheinlichkeiten oder die werden dann häufig auch mal vergessen. Und da ist es eben so, so schwere Erkrankungen wie eine Krebserkrankung sind doch relativ selten, zumindest wenn man eine vernünftige Patientenselektion betreibt. Und andere Sachen, wie eben eine Nebenniereninsuffizienz bei Cortison, würde ich als fast zwangsläufig ansehen. Und ich möchte mal dazu sagen, also ich glaube nicht an diese Krebs durch Biologika, weil diese meisten Patienten haben vorher alle Azathioprin oder Methotrexat oder irgendetwas anderes bekommen, was durchaus Krebs machen kann. Das bedeutet, man kann ja jetzt nicht trennen, sozusagen der Patient hat vorher Azathioprin bekommen, das ist der Azathioprin-Anteil und das ist der Biologika-Anteil. Ich glaube nicht an die Krebserkrankung durch Biologika. Das sind so selektive Mechanismen. Ich nehme ja nur
das TNF-Alpha weg? Wie soll das den Krebs machen? Ich bin mir nicht sicher bei den Immunsuppressiva und ich bin mir auch nicht so ganz sicher bei diesen neuen JAK-Inhibitoren. Da bin ich mir nicht sicher, weil die eine ganz breite Wirkung haben. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Da bin ich, das, vielleicht haben wir in 10 Jahren tolle Daten, weiß ich nicht ganz genau. Aber die Biologika haben wir jetzt seit 30 Jahren und ich glaube einfach nicht und auch die Daten zeigen das. Er steht immer in diesen blöden Beipackzetteln drin, weil die sich alle immer absichern wollen irgendwie. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Und ich will noch einmal ganz kurz zu diesem Rheuma nochmal kommen, irgendwie, weil das ist wichtig, irgendwie, die TNF-Alpha-Antikörper, also das Humira, das Remicade, die können nach etwas längerer Anwendung, können die durchaus Gelenkschmerzen machen. Warum? Weil es bilden sich Immunkomplexe. Das bedeutet irgendwie, dass das Remicade ist ein Eiweißmolekül und das bildet dann sozusagen mit Antikörpern Immunkomplexe und die lagern sich an den Händen oder auch häufig sozusagen hier oben an den Gelenken an und dann machen sie Gelenkschmerzen. Das muss man ganz genau rausfieseln. Wenn man dann aber das Medikament absetzt und mit einem anderen Stelara oder was nimmt, dann ist dieses Rheuma wieder weg. Das kennen aber ganz, ganz wenige Ärzte nur. Also da muss man wirklich aufpassen, irgendwie, was das in Tüttelchen Rheuma ist. Ob es eine Nebenwirkung ist oder eine andere Erkrankung oder ob das so eine extraintestinale Manifestation ist, also zum Crohn oder Colitis gehört. Ganz wichtig, braucht man einen guten Arzt. So, dann geht's weiter. Können Gallensteine durch eine Colitis bedingt sein? Frau Uwald? Also beim Crohn vielleicht mal. Also eher nicht. Okay, gut. Es ist jetzt schon gleich 10 vor. Wir müssen hier richtig durchhetzen. Meine CU wurde im Oktober 21 diagnostiziert, bin auf Infliximab seit einem Jahr, momentan schwanger mit meinem zweiten Kind, wie schön, und war unsicher mit der Kombi, Infliximab und Schwangerschaft. Da habe ich dann seit der 30. Schwangerschaftswoche einfach aufgehört, Infliximab zu spritzen, da ich in Remission war und es mir gut geht. Nehme jedoch immer noch Mesalazin täglich zu mir. Meine Fragen. Stimmt es, dass das Infliximab nicht mehr in dem Körper des Kindes, das hatten wir ja, glaube ich, vorhin, dass der Mutter ab der 30. Schwangerschaft aufhört und es zu sich zu nehmen. Kann man Infliximab einfach abrupt aufhören? Was muss man beachten, wenn man Infliximab absetzen möchte? Das sind ja 3 Fragen. Also wenn man das Infliximab abrupt aufhört, ist gar kein Problem. Man muss bloß gucken, dass man nicht so eine lange Pause hat. Beim Infliximab ist es so, wenn man bis zu einem halben Jahr Pause hat, kann es sein, dass wenn man es wieder anfängt, dass es zu einer leichten allergischen Reaktion kommt. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Aber bei dem Kind ist es richtig, wenn man im letzten Trimenon das Infliximab nicht mehr nimmt, irgendwie, dann muss das Kind, das geht ja um die Impfung, um die Lebendimpfung, dann können die Kinder auch lebend geimpft werden. Wenn man es aber durchgehend nimmt, sollte das Kind im ersten halben Jahr nicht mit Lebendimpfungen traktiert werden. Ja, Frau Dr. Howard, eine Patientin von Ihnen, es ist wunderschön bei Ihnen in der Praxis. Generell kann man Biologika aber wieder absetzen. Ja. So, hat CED Einfluss auf die mentale Gesundheit? Zum Beispiel kann es eine Depression fördern, beziehungsweise umgekehrt hat. Vielen Dank. Herr Holzhütter, mögen Sie da was zu sagen? Also das ist natürlich so, dass so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung regelhaft zu einer psychischen Mitbeteiligung führt. Sie haben das ja initial auch schon mal gesagt. Auf der einen Seite ist es insgesamt Verdauung häufig ein schambehaftetes Thema. Und dann sind das ja auch Patienten in aller Regel in jüngerem Lebensalter, die so gerade am Anfang des Berufslebens häufig stehen und wo dann auch sich die berufliche Perspektive vollkommen verändern kann. Und das hat natürlich immer einen Einfluss auf eine Psyche. Ich finde es deswegen eigentlich auch für alle Patienten sinnvoll, dass die psychologisch oder psychiatrisch mitbetreut werden. Aber da Termine zu finden, das ist noch schwieriger als beim Gastroenterologen. Also und auch jemanden zu finden, der einen versteht. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch noch das größere Problem, generell einen Termin zu finden oder zu kriegen, aber dann jemanden zu finden, der mich auch noch versteht, das ist ganz schwer. Wir haben auch einen, den wir hier in Hamburg empfehlen. Also ich kann auch einfach nur allgemein nochmal in die Runde den Aufruf starten. Wenn Sie Empfehlungen bundesweit haben an Psychologen, schickt sie uns gerne, dass wir sie halt auch bei uns im Netzwerk mit aufnehmen können. Aber noch passend dazu ist die Frage, welche Werte müssen denn kontrolliert werden, um auch Depressionen vorzubeugen? Kann man das? Nein. Nein.
Das geht auch dann wie bei Depressionen häufig in die falsche Richtung, dass das eine organische Erkrankung ist, aber es ist in erster Linie eine psychische Erkrankung. Und auch das ist, glaube ich, etwas, man sollte sich nicht scheuen, den Gang zum Psychologen auf sich zu nehmen. Man ist nicht verrückt. Jeder wäre dadurch belastet. Ja, ich glaube, also, wenn man jetzt Mara nimmt, ja, ich meine, das ist ja unfassbar, was Mara in einem ganz jungen Alter durchgemacht hat. Ich meine, das muss ja, sie gehen da ja nicht durch irgendwie wie so ein Kühlschrank und werden mal auf und wieder zugemacht irgendwie, sondern das ist doch unfassbar. Da ist man im Krankenhaus, man hat Angst, irgendwie, man ist ausgeliefert irgendwie, man ist diesem Darm schon ausgeliefert. Man kann nicht mehr aus dem Haus gehen, irgendwie, was macht das denn sozial mit einem? Dann sagen, dass man, und man sieht es einem ja nicht an. Ja, das ist immer das Problem. Irgendwie, dann sagt man, ich kann heute nicht, oh, kannst du schon wieder nicht, bist du schon wieder müde? Und man hat nur Angst, dass die nächste Toilette da ist, man macht in die Hose. Das sind doch die Sachen irgendwie, die einen, die, was heißt denn Psyche irgendwie? Man ist ja so ein System, also nicht nur Darm irgendwie, da gibt es einen Kopf irgendwie, sondern das ist ein soziales Miteinander oder Nicht-Miteinander. Wie ist es denn mit einem Freund finden irgendwie? Wie ist es bei Morbus Crohn, wenn man Fisteln hat? Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und diese Ärzte, die sind einfach auch grauenhaft teilweise. Sie sagen, ja, da müssen sie bestimmt viermal im Leben operiert werden. So, das merkt sich der Patient und wartet so lange, bis er viermal operiert wird. Das stimmt dann ja häufig alles gar nicht. Und wir müssen erstmal die ganz viel Last wegnehmen und nicht sagen, oh, ist es ganz schlimm, sondern erstmal sagen, komm, kriegen wir alles hin. Das ist unsere Aufgabe, auch da sozusagen die Steine aus dem wegzunehmen. Und nochmal, das ist etwas, was ganz, und was heißt Depression? Das bedingt sich doch alles gegenseitig. Und wir müssen da helfen. Wir Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, das ist unsere Aufgabe auch. Ja. Vielleicht nochmal an dich, Steffi, die Frage oder an Mara. Ich hatte gehört, dass Sie Mikrobiologin sind. An dem Thema kommt man heutzutage ja eigentlich nirgendwo in der Medizin vorbei. Gibt ja auch spezielle Präparate für die Colitis ulcerosa an Mikrobiommodulation, also an Probiotika. Wie hältst du das, Steffi? Also ich finde es ein irre spannendes Thema. Es ist bloß wahnsinnig schwierig, dran zu forschen. Müssen wir Mara vielleicht nochmal fragen, weil man im Prinzip ja, wenn du unten eine Stuhlprobe rausbekommst, ja, das sagt ja überhaupt gar nichts über das Mikrobiom im Darm aus, weil die meisten Patienten, sage ich schon, die meisten Mikrobiomen kleben ja sozusagen am Darm, die sind wandständig. Ich glaube schon, dass das ganz viel beeinflusst. Ich glaube auch, dass es die Psyche mit beeinflusst. Ich glaube, dass es auch Herzerkrankungen, MS etc. macht. Also ich finde es ganz wichtig, vor allen Dingen bei Patienten, die ganz viel Luft im Bauch haben, da sieht man ja eher mal schon dann einen Erfolg, geben wir ganz häufig dann auch Probiotik. Wie heißt es jetzt irgendwie, was ist VSL3, Julian? Das ist ein Probiotikum, ja. Probiotikum, genau. Und das ist etwas irgendwie, was den Patienten auch massiv hilft irgendwie. Aber da müssen wir Mara vielleicht mal fragen irgendwie. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich bin da erstmal ganz bei Ihnen, Dr. Howald, aber ich bin tatsächlich eher Meer unterwegs. Man sagt zwar, das Meer ist eigentlich nur ein großer Darm, aber so im Bereich des Körpers bin ich da gar nicht so aktiv, aktuell noch nicht. Das kommt dann erst in meinem Postdoc. Okay. Wobei aber ich auch. Julian, du hattest das doch mit der, du hast was ganz Spannendes, hast du mir gesagt, irgendwie. Wir haben ja auch Biologika, aber es gibt ja auch noch andere Therapeutika, die nun eher mal ergänzend sind, irgendwie. Da hast du mir neulich was ganz Spannendes erzählt. Ja, also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Also sozusagen, grundsätzlich ist es so, je spezialisierter man wird, hat man ja dann auch sozusagen meist auch die schwierigeren Erkrankungen. Als ich noch am UKE gewesen bin, hatte ich ein ganz anderes CED-Kollektiv als jetzt in der Praxis. Und damals hat man dann in erster Linie Patienten bekommen, die man mit Biologika behandeln musste, weil andere Sachen schon austherapiert waren. Aber es gibt eine ganze Reihe an Patienten, die zum Beispiel nur mit Probiotika oder zum Beispiel auch gar nicht so wenige mit Cannabis in Eigenmedikation dann entweder Schübe unterdrücken oder sozusagen zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt. Das Problem ist nur eben, ich glaube, da ist ein bisschen anderer Bereich im, also viele gehen ja auch gar nicht so häufig zum Arzt und machen dann ein bisschen eine Selbsttherapie. Leider ist es so, die
Studienlage in dem Bereich ist ja relativ dünn, weil, sage ich mal so, die traditionellen Sachen, auch da das meiste ja pharmafinanziert ist, dann auch immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, da irgendwie eine größere Studie aufzuziehen. Und das ist aber, glaube ich, etwas, was von Ärzten auch häufig immer so ein bisschen als Hokuspokus belächelt wird, aber was für die Patienten, glaube ich, ganz stark im Fokus ist und wo ich auch sagen muss, wenn es irgendwie natürliche Sachen gibt, würde ich das, glaube ich, auch bevorzugen, wenn ich damit sozusagen, wenn meine Erkrankung damit kontrolliert werden kann. So, ich versuche mich hier irgendwie durchzuwursteln und zu gucken, welche Fragen wir es priorisieren können, aber ich tue mich hier wirklich ganz schwer. Vielleicht können Sie mir, Frau Howald oder Herr Dr. Holzhütter, nochmal helfen, dass wir hier einmal so ein bisschen vielleicht auch was zusammenbringen, was thematisch zusammenhängen könnte, weil hier wiederholt sich auch doch einiges. Ich glaube, ein wichtiges Thema sind vielleicht auch jetzt nochmal hier mit Fisteln und Abszessen. Ich bekomme seit kurzem wegen meinem Abszess fuchsbauartigen Fistelgängen angrenzen. Ich muss doch meine Brille aufsetzen. Unter anderem an der Blase und am Harnleiter. Vielleicht können Sie da auch nochmal was zu sagen. Haben Sie die Frage gerade gesehen hier? Ja, aus dem Augenwinkel. Ja. Also ich weiß nicht, ob vorher schon Infliximab eingesetzt worden ist. Also das ist schon TNF-Alpha, das ist das Humira, das ist schon gut. Wir haben, wenn das ein fuchsbauartiges Fistelsystem ist, das bedeutet, dass da mehrere Fisteln sind, würde ich immer eine intravenöse Infliximab empfehlen, weil wir damit das noch deutlich besser in den Griff bekommen. Manchmal hilft auch, wenn man 14 Tage, 4 Wochen zusätzlich noch Antibiotika nimmt, Metronidazol und inzwischen Cefuroxim, dass man das einfach mal zur Abheilung bringt. Und es gibt bei solchen, wenn das alles nichts hilft, gibt es auch solche neuen Stammzelltherapien, die machen einige Zentren. Die gibt es, gerne an mich wenden. Also bei vielen Sachen, was ich mir jetzt überlegt habe, die schaffen wir ja alle nicht, diese Fragen. Biete ich mich gerne an, irgendwie, dass ich da noch ein paar Sachen zu schreibe. Also wenn ich die bekomme, dann kann ich da gerne danach dann sozusagen noch gerne was mit beantworten. Also wenn das gewünscht ist. Das wäre natürlich ganz toll. Ich hatte jetzt auch gerade hier noch eine Frage bekommen. Interleukin-17a-Hämmer, fallen die unter die guten oder schlechten? So ist die Frage. Ich kann da natürlich jetzt auch gar nichts zu sagen. Also ne, TNF-Alpha, was Sie ja gesagt haben, sind nun schon so lange auf dem Markt. Wie sieht es bei Interleukin-17a aus? Kann man da eben was zu sagen oder... Also haben wir noch nicht. Also die sind bei uns nicht angekommen irgendwie. Also wir haben die Interleukin 23. Das sind diejenigen, die halte ich für sehr, sehr gut. Irgendwie da kommen jetzt neue, das Brazikumab, das Mirikizumab und das Risankizumab. Das ist etwas, was bestimmt für Colitis erstmal zugelassen wird, was sehr gut ist. Die hier 17, die haben wir eher in der Derma. Alles klar, okay. Genau, eine Psoriasis unter Adalimumab gebildet. Empfehlen Sie eine andere Therapie bei Morbus Crohn, Spondyloarthritis? Ja, das ist wichtig mit der Psoriasis da irgendwie. Da müssen wir gucken, ob es eine paradoxe Psoriasis ist. Das kann nämlich, das ist das, was ich sagte. Das gibt die Gelenkschmerzen und es gibt diese Schuppenflechte, häufig in den Handflächen und in den Fußflächen, durch das Medikament Adalimumab oder Infliximab. Da muss geguckt werden. Da kann man eine Antikörperbestimmung machen und einen Talspiegel. Und da muss man schauen, irgendwie, ob das daher kommt. Wenn es daher kommt, absetzen und umsetzen, weil dann kann es immer mehr werden. Super. Wie lange muss ich ein Biologikum nehmen, bis es tatsächlich wirkt? Ich glaube, das ist auch ganz individuell, oder? Ja, also man erwartet ja eigentlich, also wenn wir jetzt die Klassen nehmen, TNF-Alpha wirkt eigentlich schon nach 1-2 Wochen, dann kann es mal wieder so ein bisschen runtergehen, aber das ist das. Stelara wirkt auch nach 2-3 Wochen, würde ich sagen. Vedolizumab, das Entyvio, kann bis zum halben Jahr dauern. Oder es kann dann auch gar nicht wirken. Das ist blöd. Das kann aber auch nach 4 Wochen wirken. Schwierig. Seit Anfang Januar wieder ganz starke Schübe mit Durchfällen und starken Schmerzen, sowohl im Unterbauch als auch oberhalb des Bauchnabels. Nach einem Ultraschall und den Darm geschaut wurde, weiß ich jetzt nicht genau, wie man das nennt, habe ich Cortison 75 Milligramm täglich verschrieben bekommen. Nach 2 Wochen dann wöchentliche Reduzierung 5 Milligramm. Ich bin dann aufgrund meiner 22 diagnostizierten enteropathische Spondyloarthritis Ende Januar in die Reha gegangen und wurde ganz erschrocken angeguckt, wie hoch die Cortisondosis ist. Ist das wirklich viel oder normal? Nehme Granusticks und zusätzlich Zäpfchen.
Julian? Also, die Dosis ist relativ hoch, finde ich. Allerdings kann man sowas immer allgemein schwer beantworten. Also grundsätzlich finde ich persönlich ist wichtig, dass man mit dem Cortison hoch reingeht. Ich würde eine hohe Anfangsdosis wählen. 75, weiß ich nicht. Meist wäre es bei mir eher so Prednison 40 oder 60. In schweren Fällen würde ich da aber auch vielleicht 100 nehmen oder so. Aber wichtig ist, das dann eben auch schnell wieder zu reduzieren. Und aber wichtig ist eben auch hoch reinzugehen. Wenn Sie irgendwie nur mit 10 Milligramm reingehen, dann kann man das Spiel Ewigkeiten spielen und man wird nicht so wahnsinnig viel erreichen damit, meiner Meinung nach. Aber die Reduzierung ist ja grauenhaft. Nach 2 Wochen wöchentliche Reduzierung um 5 Milligramm, ja, das geht nicht. Das muss schneller raus. Da muss man irgendwas anderes finden. So, ich habe die wirklich undankbare Aufgabe zu sagen, es ist 20 Uhr. Dürfen noch 2 Fragen oder machen wir Schluss? Gehen Sie doch mal vielleicht einmal schnell durch, Frau Howald und Herr Holzhütter. Aber irgendwas noch, was Vererbung, habe ich irgendwas gesehen irgendwie. Also ob der Kron vererbbar ist, das habe ich jetzt irgendwo gesehen. Da muss man sagen, ja, haben wir ja viel von unseren Patienten, die dann Babys bekommen und dann sagen, oh, jetzt hat auch mal Durchfall. Das gibt eine genetische Komponente, die beim Kron mehr ist als bei der Colitis ulcerosa. Aber insgesamt müsste man, was haben wir mal ausgerechnet, man müsste, glaube ich, irgendwie 12 Kinder bekommen, damit 1 dann Morbus Crohn bekommt. Also wir haben ganz, ganz wenige Crohn-Familien. Ganz häufig geht es gut, aber es gibt eine gewisse Komponente. So, Frau Howald, Sie haben angeboten, dass Fragen vielleicht noch an Sie weitergeleitet werden dürfen. Soll ich meine E-Mail-Adresse angeben, dass wir jetzt nochmal sagen, also wenn jetzt im Anschluss der Veranstaltung noch Fragen kommen, dann leite ich sie gerne an Frau Howald weiter, aber dann ist heute Abend auch Schluss. Also nicht mehr, was dann jetzt noch die folgenden Tage kommt, oder? Na gut, also gerne. Ich mache das ja gerne. Ich mache es in meinem Forum ja auch. Also wenn ich jetzt nicht 100 Fragen bekomme, irgendwie, also sagen wir mal 25 Fragen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Cool, das ist doch super. Es war jetzt hier noch Thema über Schonkost und sowas. Also ich glaube, jetzt das Fass noch mit der Ernährung aufzumachen, da machen wir vielleicht noch mal eine gesonderte Veranstaltung zu. Ich möchte mich jetzt einfach von Herzen bedanken, dass Sie uns unterstützt haben, Frau Howald, Herr Dr. Holzhütter, Mara, an deine offenen Worte. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Riesenangang, sich wirklich so nach außen hin darzustellen. Ich finde das ganz großartig, was du machst. Und danke, dass du heute mit dabei warst. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken, dass sie hier wirklich also bis zum Ende so rege mit dabei gewesen sind. Und wenn Sie jetzt auch noch uns was Gutes tun wollen, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und Nick ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Verein und ist die Spende noch so klein. Es hilft uns natürlich weiter, halt auch solche Veranstaltungen umzusetzen. Oder wenn auch jemand uns ehrenamtlich mit unterstützen möchte, mit Mutmachgeschichten, mit allem Möglichen, meldet euch wirklich gerne bei uns. Wir freuen uns über jeden, der uns mit unterstützt. Trotzdem ist natürlich so eine Veranstaltung in dem Rahmen nicht möglich, wenn wir die Unterstützung hätten oder nicht hätten von den bezaubernden Pharmafirmen, die an uns glauben, die uns selber aktiv mit unterstützen. Und da geht natürlich auch mein ganz großer Dank an Biogen, Bristol-Myers Squibb, Galapagos, Hexal, Mühlan und Pfizer. Ein ganz großes Dankeschön, dass Sie immer wieder an uns so glauben. Nun wünsche ich allen einen schönen Abend. Für all die, die in der Faschingswelt leben, einen schönen Karneval, eine schöne Faschingszeit. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Einen schönen Abend noch.